Sie stoßen bei Wirtschaftswissenschaftlern generell auf Ablehnung, sind aber bei vielen Politikern in der ganzen Welt beliebt, weil sie eine Art ökonomische Notfallmaßnahme darstellen und auch als Teil längerfristiger wirtschaftlicher Strategien genutzt werden können. Wenn sie richtig konzipiert sind, stellen sie angeblich keine Gefahr für das Wohlergehen der Bevölkerung eines Landes dar. Gemeint sind die Kapitalverkehrskontrollen. Schon mal was davon gehört? Nein? Dann wird es Zeit, denn die Dinge haben sich geändert und sie haben es in sich. Unter einer Kapitalverkehrskontrolle versteht man jede Maßnahme, die von einer Regierung oder einer Zentralbank ergriffen wird, um den Strom ausländischen Kapitales in und aus einer nationalen Wirtschaft zu begrenzen. Hinter dem Begriff Kontrolle verbergen sich zum Beispiel Steuern, Zölle, Gesetze, Mengenbeschränkungen und andere künstlich herbeigeführte marktbeeinflussende Kräfte. National verhängte Kapitalverkehrskontrollen können deshalb den Angstschweiß auf die Stirn von internationalen Investoren treiben, denn sie beeinflussen viele Anlageklassen wie Aktien, Anleihen und Devisengeschäfte. Die vier Arten von Kapitalverkehrskontrollen. Aber der Reihe nach. Bevor ich Beispiele bringe, möchte ich den Begriff erst einmal sauber definieren. Es gibt zwei Arten von Kapitalverkehrskontrollen. Permanente und vorübergehende. Sowie direkte und indirekte. Alle vier Kombinationen der Kontrollen von Geldströmen haben unter Wirtschaftswissenschaftlern einen schlechten Ruf, da sie die Märkte verzerren und eigentlich nur Kosten verursachen. Warum verwenden dann so viele Staaten Kapitalverkehrskontrollen? Sie wollen den Überblick nicht verlieren. Wissen über die Einflussnahme auf Kapitalströme kann theoretisch auch positive Wirkungen haben, hat es aber in der Praxis höchst selten. Vorübergehende Kapitalverkehrskontrollen werden dann angewendet, wenn Politiker der Meinung sind, Notfallmaßnahmen einleiten zu müssen, als Reaktion auf sogenannte heiße Geldströme. Beispiel Zypern. Im März 2013 führte das EU-Mitglied Zypern aufgrund einer Bankenkrise Kontrollen ein. Niemand konnte mehr Geld ins Ausland überweisen. Und das Abheben von Geld aus den Automaten wurde ebenfalls stark limitiert. Diese drakonischen Maßnahmen wurden dann 2 Jahre später im April 2015 wieder aufgehoben. Beispiel Griechenland. Ende Juni 2015 führte das EU-Mitglied Griechenland aufgrund der Staatsschuldenkrise Kapitalverkehrskontrollen ein. Man schloss alle Banken und auch die Athener Börse. Beispiel Island. Das EU-Mitglied Island führte im November 2018 Kapitalverkehrskontrollen ein, um seine Währung zu stabilisieren und eine massive Kapitalflucht zu verhindern, nachdem eine schwere Bankenkrise wieder mal das Land getroffen hat. Sie erinnern sich vielleicht, damals brachen die 3 großen inländischen Banken zusammen. Sie hatten Vermögenswerte zusammengeführt, die fast 10-mal so groß waren wie das Bruttoinlandsprodukt Islands. Unglaublich, ja, stellen Sie sich das mit Deutschland vor. Ein gutes Beispiel für permanente Kontrolle über Geldströme ist Indien. Versuchen Sie mal, Geld aus Indien in ein anderes Land zu überweisen. Das ist praktisch unmöglich. Das gleiche in China, by the way. Die indische Regierung erlaubt nur eine Einbahnstraße für Geld. Sie können gerne in Indien investieren, Sie können später Gewinne aber nur innerhalb Indiens wieder reinvestieren. Sie bekommen das Geld nicht mehr raus. Ähnlich in China, da gibt es eine Begrenzung von $50.000 jährlich pro Bürger. Direkte Kapitalverkehrskontrollen erschweren grenzüberschreitende Transaktionen durch komplizierte Genehmigungsverfahren bzw. schlicht und ergreifend durch Verbote. Kommen wir zurück auf China. Aufgrund der dortigen Kapitalverkehrskontrollen wollen deutsche Unternehmen heutzutage nicht mehr in der chinesischen Währung Renminbi fakturieren. Das war mal anders. Der Renminbi genoss durchaus Ansehen bei deutschen Exporteuren, denn 2009 eröffnete China bekanntlich für grenzüberschreitenden Cash, Pooling und Devisenausschüttungen ins Ausland die Grenzen. Circa 2016 reagierte die chinesische Regierung dann mit radikalen Restriktionen, zog alles zurück, um angeblich Kapitalflucht zu stoppen.
Devisenausschüttungen ins Ausland unterliegen seitdem wieder Grenzwerten und detaillierten Prüfungen, was natürlich sehr, sehr mühsam ist für Investoren. Indirekte Kapitalverkehrskontrollen versuchen, Transaktionen gewissermaßen unter der Decke künstlich zu erschweren. Die Besteuerung grenzübergreifender Kapitalflüsse in Form einer Transaktionssteuer ist ein gutes Beispiel dafür. Einer der ersten Überlegungen zur Transaktionssteuer im Aktienmarkt geht auf John Maynard Keynes zurück, der nach der großen Depression im Jahr 1936 das Ganze angeregt hat. Keynes argumentierte, dass eine Transaktionssteuer das schnelle, auf Profitmaximierung ausgerichtete Spekulieren verhindert bzw. erschwert, während sich Unternehmen, dank der erschwert wirkenden Transaktionssteuer, dann mehr auf langfristige, auf nachhaltige Gewinnmaximierung fokussieren können oder sogar müssen. Heute wissen wir, Spekulanten finden immer einen Weg, egal welche Steuer der Staat ihnen auch entgegenwirft. Sie finden einen Weg, das Ganze zu umgehen. Ja. Und hier kommt der Klassiker der indirekten Geldkontrolle zu tragen. Davon haben Sie auch schon einmal gehört. Im internationalen Flugverkehr werden Passagiere sowohl in den USA als auch in der EU oft mit Bargeldobergrenzen konfrontiert. In den USA gelten beispielsweise 10.000 US-Dollar als Obergrenze, in der EU sind es 9.999 Euro. Das ist das Maximale, was Sie aus dem Land exportieren dürfen sozusagen. Sobald Sie 10.000 Euro oder mehr mitnehmen wollen, müssen Sie das Geld beim Zoll anmelden. Wenn Sie größere Beträge an Bargeld beim Zoll nicht anmelden, dann wird Ihre Kohle, Ihr Geld beschlagnahmt und ein Strafverfahren gegen Sie eingeleitet. Diese Art von Kontrolle dient, na klar, lediglich der Bekämpfung von Geldwäsche, ja, von Terrorismus und von Kriminalität. Natürlich ist es so. Der Klassiker wie immer. Lange Rede, kurzer Sinn. Kapitalverkehrskontrollen können die Fähigkeit der Bürger und Unternehmen einschränken, ausländische Vermögenswerte zu erwerben, was gerne als Kapitalabflusskontrolle bezeichnet wird. Oder sie erschweren es Ausländern, inländische Vermögenswerte zu kaufen, was als Kapitalzuflusskontrolle bezeichnet wird. Kapitalverkehrskontrollen sollen all das verhindern. Das ist der einzige Grund, warum es sie gibt. Es gilt, etwas zu verhindern, was der freie Markt sonst zulassen würde. Und das ist nicht immer unbedingt pauschal verachtenswürdig. Denn zugegebenermaßen ist der Vorteil einer Kapitalverkehrskontrolle der, dass es eine Überhitzung der Volkswirtschaft verhindern kann. Das bedeutet, Investoren können daran gehindert werden, eine Wirtschaft spekulativ zu pumpen und dann zu dumpen. Investoren können einen Wirtschaftssektor nicht mit Geld überschwemmen, die Produktion und die Preise in die Höhe treiben und dann plötzlich abwandern und alles zum Einsturz bringen. Solange ausländische Investoren nicht stark genug sind und um mit ausländischem Kapital zu konkurrieren, ist also eine milde Form von Kapitalkontrolle durchaus sinnvoll. Tja, genug davon, das war eine Menge Kontrolle. Und der Staat versucht auch immer mehr, die privaten Vermögenswerte zu kontrollieren. Ihre Vermögenswerte. Und da ist ihm wirklich jede Methode recht. Und in dem Zusammenhang lohnt es sich auch einmal über interessante Sachwertinvestitionen nachzudenken und vor allem zu wissen, welche Gefahren auf Sie lauern. Dazu möchte ich Sie herzlich zu einer Online-Veranstaltung von Herrn Alexander Streeb einladen. Herr Streeb hat ein Webinar vorbereitet, wo er mit mir gemeinsam, wo er Ihnen all die Gefahren zeigt, die auf Ihr Vermögen lauern, aber wo er Ihnen auch eine Lösung präsentiert. Und diese Lösung hat nichts mit einer Investition in Edelmetallen zu tun oder Immobilien, auch nichts mit Aktien, Kunst oder Kryptowährungen. Es ist ein echter Sachwert, der seit Jahrhunderten Vermögen nachweislich schützen konnte. Klicken Sie dazu bitte einfach auf den Link unter diesem Video. Melden Sie sich an und wir sehen uns auf der anderen Seite. Ihr Markus Dahn. Die Stufe 2 der Vernichtung Ihres Vermögens hat begonnen. Die Inflation hat sich sprunghaft von 1 auf 5% erhöht. Der Anstieg ist eine Erhöhung um 400%. Was bedeutet es für Ihre Vermögenswerte? Angenommen, Sie haben 100.000 Euro auf Ihrem Konto. Bei 5% Inflation haben Sie nach 10 Jahren einen Kaufkraftverlust von 40.000 Euro.
Sie verlieren also dadurch 40% ihres Vermögens in nur 10 Jahren. Genau das tun sie, wenn sie ihr Vermögen ungeschützt lassen. Mein Name ist Alexander Streeb. Ich bin seit über 35 Jahren Unternehmer, Mitbegründer der Vermögensverwaltung German Capital Management AG. 400%. Eine Situation, wie wir sie heute sehen, habe ich in meiner ganzen Karriere seit über 35 Jahren noch nie erlebt. Man greift ihnen damit persönlich ganz, ganz tief in ihre Taschen. Was, wenn sich diese Inflationsspirale immer weiter nach oben dreht? Was, wenn es 10% Inflation wären? Dann bleiben ihnen von diesen 100.000 nur noch 38.000 Euro. Sie hätten also in 10 Jahren über 60% verloren. Man könnte diese Entwicklung als völlig unrealistisch einstufen. Allerdings schauen Sie einfach mal in die Türkei. Dort gibt es im Moment eine Inflation von 48%. Sie würden dabei jedes Jahr die Hälfte Ihres Vermögens verlieren. Und die Europäische Zentralbank hat in den letzten beiden Jahren 25% aller in Umlauf befindlichen Euros neu gedruckt. Dieses massive Gelddrucken verstärkt über kurz oder lang die Inflation immer weiter. Fakt ist auf jeden Fall, wir befinden uns dadurch an einem sehr gefährlichen Punkt, an dem sich entscheidet, ob diese Geldvernichtungsspirale sich weiter nach oben dreht oder ob sie sich vielleicht wieder stoppen lässt. Dieses Hyperinflationsgespenst ist nicht die einzige Gefahr für Ihr Vermögen. Es gibt noch eine Menge weitere Gefahren, die Ihre Vermögenswerte bereits jetzt massiv bedrohen. Wenn Sie wissen wollen, welche Gefahren noch auf Ihr Vermögen lauern und vor allem, wie Sie sich dagegen wehren, wie Sie sich dagegen schützen können, klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video. Es gibt eine Lösung und die hat nichts mit Edelmetallen oder Immobilien zu tun. Nichts mit Aktien, Kunst oder digitalen Währung oder Krypto. Es ist ein echter Sachwert, der seit Jahrhunderten Vermögen nachweislich schützt. Klicken Sie auf den Link unter dem Video und wir sehen uns in Kürze. Bis bald, Ihr Alexander Streeb.